Grafschaft Pleitenich. Ein friedlicher Landstrich, aber ein ziemlich armer, seit der Landesvater Graf von Gierling seine Reichtümer verprasst hat. Wenn ihr genug Gold zusammenkratzen könnt, wird er sicherlich seine Festung verlassen und euch persönlich angreifen wollen. Baut eine Werkstatt und vermint euer Reich mit hinterhältigen Fallen und Türen, um eure schwer verdienten Reichtümer zu beschützen. Lockt diesen Narren in sein Verderben und nehmt sein Portaljuwel an euch. Graf von Gierlings Verteidigung ist fast undurchdringlich, aber seine Goldgier ist seine große Schwäche. Baut alles Gold in seinem Reich ab und ihr könnt ihn aus seinem Versteck locken. Schatzkammer. Ja, willkommen bei Werkstatt 2. Wächterfalle. Ab hier Holztür. Ist erstmal nichts mehr verändert. Ich weiß nicht, ob es jetzt nicht noch schwerer gemacht wie sonst. Aber ihr könnt mir auch gerne in den Kommentaren mal schreiben, ob ich die Kampagnen ein bisschen schwerer gestalten soll. Jetzt bauen wir hier einfach mal einen Schlafsaal. Hier drüben hinten fahren wir hin. Dann schauen wir, dass wir das Portal erobern. Hier möchte ich eine Schatzkammer nämlich auch hinbauen. Hier kommt die Wiener Farm hin. Wir können eine Werkstatt hinbauen. Ihr erbeutet ein Portal. Das schnelle Glühwürmchen ist wichtig als fliegender Aufklärer. Mit seinen Augen könnt ihr in dunkle Gegenden schauen. Ihr solltet eine Werkstatt bauen, damit Trolle zu euch kommen und für euch Fallen und Türen zu eurer Verteidigung bauen. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Ah, der erste Goblin, sehr gut. Hier bauen wir einen Trainingsraum hin. Plus eine weitere Hühnerfarm. Denkt daran, das Herz eures Dungeons kann nur 16.000 Goldstücke aufnehmen. Baut darum rechtzeitig eine Schatzkammer für den Überschuss. Fang an. Keine Sorge. Brauchen wir schon so eine Schatzkammer, weil wenn wir das ganze Gold abbauen. Ein Troll kommt zu euch. Angelockt von eurer herrlichen Werkstatt. Seine handwerklichen Fähigkeiten stellt er ganz in eure Dienste. Er wird euch Fallen und Türen zu eurer Verteidigung bauen. Gut gebaut. Nun wählt das Hammer-Symbol aus, um die Werkstatttafel zu öffnen. Klickt darauf auf das Symbol der Wächterfalle. Das blinkende Feld in der Nähe eures Dungeon-Herzens wäre ein guter Platz für eine Wächterfalle. Jetzt seht gut hin. Eure Trolle bauen die Falle, dann bringen Imps sie an die gewünschte Stelle. Ja, das ist die nächste große Änderung in dem Spiel, weil früher hat man ja eine Werkstatt gebaut und dann haben die Kreaturen automatisch angefangen, alles zu bauen. Hier ist so, hier muss man wirklich selber schauen, okay, will ich jetzt eine Türe haben oder nicht. Da hat man auch früher gut Geld machen können, wenn man gerade Geldprobleme hatte. Hier funktioniert das nicht mehr. Eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Ja, und hier eine Bibliothek sollten wir auch noch irgendwann mal bauen. Wir brauchen ja keine große Bibliothek. Auf drei Feldern sollte locker ausreichen. Hm.
Ja, der Zwerg versucht zu fliegen. Beton lag auf versucht. Dann können wir jetzt auch noch ein paar Imps und besorgen, die brauchen wir. Die Wächterfalle ist jetzt fertig, ja, und jetzt bringt der die erste Mal hier hin. Diese Wächterfallen feuern nur, wenn eure Mana-Vorräte dafür ausreichen. Hier oben links. Aber wir sollten eigentlich generell genügend Mana haben. Aber es gibt auch schon Zeiten, wo es dann eher problematisch wird, dass man Mana hat. Graf von Gierling aus seinem Versteck zu locken, baut alles Gold in seinem Reich ab. Platziert eure Holztüren in engen Tunneln, um den Vormarsch gegnerischer Truppen zu verlangsamen. Und auch hier eine Tür hin. Neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Ja, dann mit dem Gott soll man dann ein gutes Überschuss haben. Man kann hier halt noch mehr Pflanzen aufstellen. Das werden wir wahrscheinlich auch machen. Ich werde das Spiel mal wieder ein bisschen beschleunigen. Ja, die Bibliothek ist ein bisschen. Hat jetzt mehrere Bücher, sehr gut. Aber mehr Zauberer braucht man ja auch eigentlich nicht. Es werden nur noch die Zauber, die wir haben, verstärkt. Ja, die sollen ein bisschen trainieren. Ist mir sogar gerade recht. Weil wenn sie dann Stufe 4 sind, dann bauen die halt auch die Fallen schnell. Das ist wie im ersten Teil. Und ich baue halt gerne auch die Werkstatt dort, wo eine Hühnerfarm ist. Dann ist der, wie wenn sie Hunde haben, nicht allzu groß. Okay, bei Teuflern, wenn man die auf Stufe 8, dann sollte man eine ganz große Hühnerfarm bauen. Weil ich hatte das schon öfter, dass die einfach im zweiten Teil die ganze Hühnerfarm leer gemompft haben. Und immer noch Hunger hatten, wenn sie Stufe 8. Waren. Eine Holztüre wurde in eurer Werkstatt gebaut. Schließt eure Türen mit einem Linksklick, schließt zum Beispiel die Trolle in eurer Werkstatt ein und schaut zu, wie sie ohne Ablenkung arbeiten. Obwohl, irgendwann müssen sie auch mal schlafen und essen. Eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Es sollte dann reichen, dass man Graf und Gilling aus seinem Versteck locken. Und geht schon recht schnell. Weil diese ganzen Wächterfallen stehen, können wir ja eigentlich das letzte Gold bauen. Euer Zauberspruch Imp erschaffen wurde verbessert. Eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Und die reparieren sich automatisch übrigens.
Die Wächter fallen. Es ist Zahltag. Oder allgemein, die fallen, wenn sie in Ruhe sozusagen, wenn sie nichts machen müssen. Eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Eigentlich jetzt schon anfangen, das letzte Gold abzubauen. Dann sollte man eher die Mission eigentlich auch gleich geschafft haben. Eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Ja. Ihr elender Dieb, ihr werdet mir mein Land nicht stehlen. Wir haben doch bewusst das Gold gebaut, was du so gern magst. Euer Zauberspruch Donnerschlag wurde verbessert. Es gibt nichts mehr zu erforschen. Euer Schicksal ist es, durch mein Schwert zu sterben. Ein toller Erfolg, mein bösartiger Freund. Ein weiterer Portaljuwel gehört euch. Eure Hinterlist ist eine Inspiration für uns alle. Eure Verderbtheit ein strahlendes Beispiel. Die sind gut gefallen. Die haben Geld gekostet. Aber wir haben ja gewonnen. Hier kommt gleich das Vögelchen raus. Einen Adeligen in Versuchung führen? Wo holt ihr bloß immer diese einzigartigen Ideen her, Keeper? Mit jedem Sieg kommen wir dem sonnendurchfluteten Königreich der Helden einen Schritt näher. Und dieser Sieg war klug erkämpft. Gut gemacht. Graf von Gierling liegt vor euch im Staub und sein Gold in euren Schatztruhen. Wer sagt da, Geld mache nicht glücklich? Ja, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der vierten Mission. Also bis dahin.